Was war 11 Uhr? Start. Ah, jetzt kann ich aber hier. Da. Na, warte mal, aber das sollte ich nicht. Ich dachte jetzt, man konnte jetzt hier das vorlaufen. Man kann hier quasi nur die kleinen Bruchteile da angucken. Nicht ganz genau, was da alles gemacht wurde. Schade. Passiert Zufriedenheit 78. Das muss einfach gut sein. Sind wir ganz ehrlich, Flugzeugkapazität war sichere 0. Das ist nicht so viel, aber das ist ja noch nicht gemietet. So. Das passt doch schon mal alles ganz gut. Und hier, wie kostet mich das was? Oder was, wenn ich hier noch sage, hier, ich würde gerne hier noch meinen Flughafen aufmachen. Zum Beispiel in New York. Wo ist denn das? Was ist da los? New York? Da man? Wir sagen, okay, ich möchte hier gerne noch einen Flughafen. Oder wie läuft das jetzt eigentlich? Aufträge anzeigen, Informationen über Niederlassung, Info an, Niederlassung mieten. Das kostet mich das was? Das kostet mich natürlich bestimmt auch logischerweise Geld, aber die haben halt auch schön viele Passagiere, ne? Ich meine, da beschäftigen wir uns später mal. Wir müssen erstmal unser Geld stabilisieren, wenn wir jetzt gleich so weit expandieren. Ich meine, wir haben hier, müssen wir erstmal ein bisschen ein paar Flugrouten machen. Deswegen werden wir auch mal einen Kleinflug machen, und zwar gehen wir zum Beispiel mal, wo ist es denn, zum Gebrauchtwagenflieger, wo ist es denn? Gebrauchtwagenflieger vor allen Dingen, Gebrauchtwagenflieger ist immer gut, zum Gebrauchtwagenhändler. Damit macht man, denke ich, nichts verkehrt. Schrott- und Altflieger, da wollte ich hin. Ich kriege mal ganz kurz was. Und da gerade sind wir auch schon wieder. Haben Sie sich verlaufen? So, man hat mir gesagt, ich kann hier eine gebrauchte Maschine kaufen. Man hat genau. Mir gesagt, ich könnte hier gebrauchte Maschinen kaufen. Sagen Sie mir nur, welche Maschine Ihnen gefällt. Natürlich sind einige der Prachtstücke schon etwas betagt. Aber mit ein bisschen Panzertape, Kaugummi und einer neuen Lackierung werden die Passagiere keinen Unterschied merken. Und mit denen können wir natürlich auch weiter fliegen. Wenn wir da Luxusklasse fliegen, dann ist das natürlich nicht verkehrt. Und jetzt die Frage, bringt uns das denn... Ich habe jetzt gar nicht mehr so im Kopf, wie das war. Wir haben immer, glaube ich, so eine Maschine gehabt. Das weiß ich noch. Die ist auch immer recht weit. Die konnte 53 Passagiere. Ich glaube, auch 74er gab es auch noch. War gerade nicht, war? Ne, 53 nur. 25 Millionen hier, eine gebrauchte Maschine. Die müsste eigentlich auch Luxus haben, wenn ich mir das mal so angucken darf. Vom Preis her, ich meine, die ist gebraucht, die ist mal 39%, 25 Millionen, die ist von 1999, wir sind im Jahr 2012. Das heißt, ist schon ein Stückchen älter. Wir haben Wartungskosten 677 pro Flugstunde, wir haben 9475. Ihr seht auch, wir haben keine Zwischenfälle, trotz dass wir die Pausen weggelassen haben, wollte ich jetzt nochmal kurz anmerken. 9.475, 1.810, das heißt, die kommt fast 10.000 Kilometer. Was können wir denn damit machen? Lass uns erstmal die Flugplanung, die Routenplanung gehen. Wir müssen gar nicht durch den Manager, wir können jetzt durch die Routenplanung, sollen wir jetzt entdeckt gehen. Wir können 53 Passagiere, jetzt ist die Frage, es muss halt echt teuer sein, ne, ist so. Lagos, Frankfurt Lagos 4.000, das ist zu wenig. Frankfurt New York? Wenn wir uns die Strecke gleich mal mieten, das nur mit... Nee, aber das ist ja Quatsch. Frankfurt-Venedig vielleicht. Nee, Frankfurt-Venedig ist ja Quatsch. Was pappel ich hier? So. Aber ich glaube, Frankfurt-Venedig könnten wir hier noch einmal unterjubeln, die Flugroute. London-Frankfurt. Dr. Ivo Robotnik, Planet Side 2. Free to play. Frankfurt und London. 9.400 Kilometer konnte sie fliegen. Also müssen wir mindestens 9.000, das reicht nicht. Zum Beispiel Frankfurt-Bangkok. Nachfrage pro Tag ist 738. Wenn wir dann noch drei Maschinen einstellen mit der Luxusklasse. 352.000. Müssen wir schauen, ob sich das rechnet. Wir probieren das jetzt einfach mal. Was haben wir denn zu verlieren? Zur Not fangen wir einen neuen Spielstand an. Schrott- und Altflieger. Haben Sie sich verlaufen? Sagen Sie mir nur, welche Maschine Ihnen gefällt. Natürlich sind einige der Prachtstücke schon etwas betagt. Aber mit ein bisschen Panzertape, Kaugummi und einer neuen Lackierung werden die Passagiere kein... Haben Sie sich verlaufen? Ich würde gerne erstmal zur Flugplanung. Nee, erstmal muss ich Personalbüro, ist ja Quatsch. Schauen, was wir da brauchen. Oh, hallo Chef. Wenn wir da jetzt Luxus machen. Zahlen Sie Ihren... Oh, ich konnte irgendwas falsch an. Ich weiß auch nicht, was da los ist. 2-2. Das heißt, ich würde sagen, da wir jetzt einen Luxusflug machen, sparen wir jetzt auch überhaupt nicht an Personal, sondern ich würde schon gerne mindestens 3 Jahre haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche einstellen, um ihn bei unserer Airline zu... Ich habe sie fertig, Bob. Jawohl. Hallo, Chef. Ich möchte die Zuweisung meiner Mitarbeiter. Mitarbeiter derzeit aus, Chef. Hier haben wir zwei Flugpiloten rein.
Flugplanungen. Schon, ob wir die noch starten lassen können, das wäre nicht schlecht. Das ist meine, im Endeffekt unser Geld. Ne? Die kosten uns am Tag 300.000 Rupien. Das ist, sie muss also auch schon Geld bringen, du. So, Frankfurt, Bangkok. Ah, passt aber ganz genau rein, du. 93%, das heißt, prinzipiell kann ich die sogar. Bangkok, Frankfurt. Frankfurt, Bangkok. Da müssen wir 60 Minuten, das ist ein bisschen blöd. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen das so, wir müssen ja sparen, ne? Das heißt, wir sagen, okay, ist die bei 86% ist die dann. Das ist nicht so gut. Und wir sagen, okay, wir führen halt hier und von Bangkok müssen sie zurückfliegen nach Frankfurt. Von Frankfurt nach Bangkok. Machen wir es mal so. Ihr seht, ich experimentiere wieder ein bisschen, aber es wäre auch langweilig, wenn wir es nicht machen würden und sagen, okay, wir warten hier eine Stunde und erreichen dann die 100%. Das rechnet sich, glaube ich, mehr, als wenn wir sagen, okay, wir machen das so. Schafft die davor noch einen Flug? Nee, schafft sie nicht. Gut, das heißt, wir müssen die natürlich auch fliegen lassen. Ich hätte gerne die Luxuspreise, hätte ich da schon. Luxuspreise auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt erstmal als erstes, und das ist ganz wichtig, damit wir das gleich haben, bevor die Tickets gemietet werden. Ins. Na, wo ist es denn? Ihr seht, ich muss mich wieder ein bisschen zurechtfinden, wie ich schon dreimal jetzt gesagt habe. Habe ich lang. Ein bisschen noch ausgewiesen, muss ich gestehen. Aber ich brauche auch meine Zeit. Das ist, ihr wisst ja, ich hatte ja schon mal so eine Phase, wo ich ein bisschen weniger gespielt habe. Sag mal, bin ich denn von allen guten Beistern belassen? Wo ist denn das? Hallo? Die McColor Designer, also was ist da hier jetzt los? Wir müssten uns aber die Kastenkürzel merken. Was kann ich? Ich kenne die Kabinenausstattung meiner Flugzeuge. Hab ich dir eigentlich schon gesagt, wie wunderbar. Für welche deiner Maschinen möchtest du dies tun? Was, Luke? Oh, komm. Herrlich. Ich zeige dir gleich einige neue Farbmuster, die der Maest. Hab ich dir eigentlich schon für gesagt, das Geld? Wie wunderbar. Für welche deiner Maschinen möchtest du dies? Wundervoll. Wir haben einige wirklich hübsche Boah, neue Teile. Das ist echt übel. Grandios, sage ich dir. Leute, wir sind gleich pleite. Das ist scheiße. Ah. Also mal ganz ehrlich, brauche ich denn Erste-Hilfe-Business? Naja, neuen, hier, Toilettenanzeige. Ist das denn so? Ja, gut, das ist halt Sterne. Ach komm, scheiß drauf. Wunderbar. Ah, scheiße, jetzt wird's ein bisschen kritischer, sag ich mal, ne? Ultimate Color Design. Ach nee, wir sind noch nicht hab fertig ich hier. Ich eigentlich schon gesagt, wie für welche deiner Maschinen möchtest möchte du ich das so haben? Herrlich! Ich zeige dir gleich einige neue Farbmuster, die der Maestro entworfen hat. Du wirst oh, ja, fertig. Das heißt, wir gehen jetzt zum Personalbüro, Flugplanung. Nein, was wollte ich jetzt machen? Genau, zum Ultimate Color Design nochmal, denn wir müssen nochmal schauen. Ja. Was kann ich für Sie tun? Für einen neuen Look muss ja alles gut aussehen, Entwürfe ne? Gemacht. Schauen Sie sich diese einfach auf den Modellen hier an. Das heißt, ich setze jetzt alles auf Einzel wieder und ja. Wir. Ah! Was kann ich für Sie tun? Für einen neuen Look habe ich schon ein paar Entwürfe gemacht. Schauen Sie sich diese einfach auf den Modellen hier an. So, würde ich das gerne so haben. Das wäre ganz cool. Dann möchte ich das einzeln machen. Möchte das Teil anklicken. Hätte das gerne so. Genau. Und dann war es das auch schon. Nee, dann müssen wir noch hier das Logo draufsetzen. Das passt, damit ist das Amerika ein bisschen bedeckt. Das Amerika sah schon alles gut. Fertig. Das Großbritannische Ding ist da, Bums da, schlag mich tot. Flacke. Das Flacke, genau. Oh Gott, was ist denn mit mir los? Aber wir haben es schon spät zu meiner Verteidigung. Also von daher darf ich das auch behaupten. Eigentlich haben wir es noch gar nicht spät. Von daher, eigentlich darf ich es nicht behaupten. Aber was soll's? Wir können es einfach. Flugplanung. Oh Gott, jetzt babbel ich schon wieder scheiße, wie ihr seht. So, oh Gott, das kostet echt eine Menge Geld. Wie bringt mir der Flug jetzt noch? Haben wir es schon gemietet? 53? 446.000. Wie viel kosten die Tag pro 300.000? Das heißt, wir müssen die auf jeden Fall. Oh fuck, ey. Haha, fuck. Ja, also da müssen wir aber hier, Bangkok, Frankfurt. Das ist auf jeden Fall Luxuspreis. Und zurück auch. Oh. Jetzt haben wir hier quasi über. Ich verstehe. Kriege ich denn jetzt trotzdem noch hier voll besetzt und so? Ja, tatsächlich. Die zahlen echt den Luxuspreis. Warum haben wir das nicht immer so gemacht? Wir gehen mal auf Flug beenden. Wir können uns eh keine Aktien leisten, bevor jemand sagt, ah, du wolltest doch deine Aktien kontrollieren, wir haben eh kein Geld. Wir sind aber Schweine. Wir haben weniger als nix.
Wir sollen froh sein, dass wir nicht ins Minus wirtschaften. Ihr seht am Anfang, das ist ein bisschen kritisch, aber ihr habt gesehen, am Ende war es schon ein bisschen besser. Wir haben eine Minus gemacht. Für Tina Corte. Betrachten wir nun die Airlines. So, ich möchte aber gleich wieder in die Fluglandung gehen, denn ich möchte mir mal meine Flugroute angucken, jetzt ganz genau, wie sich das jetzt geändert hat. Hier müssen wir es mal wiederholen. Sieht hier aus, 669.000, das ist schon nicht schlecht. Und hier haben wir 423.000, da war glaube ich vorher 200.000, nee, 250.000, das merkst du schon. Also, die Passagiere steigen trotzdem ein. Das ist gut. Ja, unsere Passagierzufriedenheit ist hier gestiegen extrem. Und wir haben unser Gewinn schon maximiert. Ich würde gerne jetzt einfach mal, wir können uns eh nichts leisten. Jetzt sagen wir wieder, oh Martin, das ist viel zu schnell. Ja, ich weiß, aber ich möchte mal gucken, wie weit es jetzt geht. Wir lassen uns ja eh nicht ausspielen. Wir gewinnen ja im Endeffekt eh, hoffe ich mal. Guten Morgen. Guten Betrachten, wie, 2 Millionen. Ist, wie es aussieht für Tina Cortez. Jetzt ist nämlich der Ziel, wollte ich mal sehen, Flugplanung, und ich wollte euch mal zeigen, wie der Gewinn da anguckt. Kann man ja auch gucken, ist das mal an. Flugroutengewinn. Vortag. Gesamtgewinn, Vortag. 1.200.000. Das heißt, wir haben das davor niemals erreicht, ja. Also pro Route. Das heißt, wir haben die Maschinen wahrscheinlich immer voll gehabt. Ja. Und extrem Gewinn gemacht. Das hat sich schon gelohnt. Rüstung 4. Ich meine, da können wir doch definitiv Nachholbedarf haben, aber wir brauchen erstmal Geld, um so ein Flugzeug zu leisten. Wenn ich das zum Beispiel nachbauen lasse, dieses Flugzeug im Hangar, dieses kleine Flugzeug, dieser kleine Hippelfick. Hm? Oh. Wählen Sie aus der Liste eine Maschine, die Sie... Wenn Sie möchten, können Sie jetzt die Möchten Sie dieses Flugzeug... 39 Millionen kostet das mal mit Innenausstattung, da ja die Innenausstattung automatisch gleich Luxus ist. Müssen wir das also machen. Aber wisst ihr, was wir immer noch nicht gemacht haben? Oh, jetzt gibt's Ärger. Richtig, wir müssen erstmal unser Essen bedämpfen. Verbesserung und das Öl machen wir im Catering-Service. Wo ist er? Künstler Blumenlädel? Ist ja Quatsch. Da wollen wir nicht hin. No Frontiers. Ey, ich finde das nicht mehr. Was ist denn los mit mir? Haben die Anordnung geändert? Aber ich bin ja so komplett planlos. Ich komme mir vor, als ob ich das Spiel das erste Mal spiele. Aber ist ja Quatsch. Ganz oben. War ja klar. CV Catering macht eigentlich auch Sinn. Hallo, hallo. Für welche deiner Maschinen möchtest du die Catering ändern? Alle. Willst du das so machen? Jetzt haben wir das nämlich auch noch ein bisschen verbessert, dass der Service stimmt. Wir können nichts anderes machen, außer zum Einmelden. Wir könnten jetzt nochmal ins Office gehen und da ein bisschen rein investieren. Schauen wir mal, ob wir was machen. Wir können unsere Aktien verkaufen. Unser Aktienwert steigt. Oh. Aber ich sag mal ganz ehrlich, dafür, dass wir die Preise hochgeschraubt haben, machen wir jetzt gut Gewinn. Das muss man mal sagen. Also wir sind jetzt überall vom Gewinn her. Das finde ich nicht schlecht. Das heißt, wir haben 3 Millionen mit 2 Maschinen. Das heißt, wir haben eigentlich... Leute, wir sind besser, als wir vorher waren. Also am Anfang locker. Ja, meine gut, jetzt muss man trotzdem warten, bis wir ein bisschen Geld haben und dieser ganze Kram. Aber wir können, wenn wir 39 Millionen haben, die nächste Maschine nachbauen und dann maximieren wir die Gewinn nochmal. Pro Tag sind das 1,2, also 1,8 Millionen die andere Strecke. Bangkok mit dem kleinen Flugzeug pro Tag 1,8 Millionen. Insgesamt war es, glaube ich, pro 600.000 Dollar. Wie viel war das? So, Terminal, Flugplanung, da wollte ich hin, nee, da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. Nee, wo wollte ich denn jetzt hin? Flugplanung, da wollte ich hin, genau da, da und nicht woanders. Wir schauen hier, wir machen pro Flugzeug, was ist da los? Was ist da los? Bangkok, Frankfurt, oh. Wahrscheinlich, wir haben Fehler gemacht, Leute. Das ist nicht schön. Frankfurt und Bangkok. Ach so, ich verstehe. Na, seht ihr? Wir fliegen hier nicht Frankfurt. Also wir haben früh am Morgen 16 Minuten Wartungsarbeiten, wie wir es auch gesagt haben. Na, wir müssen am frühen Morgen dann auf jeden Fall ein bisschen weitermachen, vorsichtig. Und wir machen doch nochmal am Tag eine kleine Wartungsarbeit rein. Also wir fliegen von Frankfurt nach Bangkok am frühen Morgen. So wie hier. Wir starten mal ein bisschen früher. Setzen hier mal dann von Bangkok nach Frankfurt. Hier setzen wir Wartungsarbeiten rein und regen noch von Frankfurt nach Bangkok. Da haben wir nämlich die Fehler gesehen. Na, das fällt einem aber auch erst auf, wenn man so ein bisschen, ja.
Wir machen 768.000, das sind so, rechnen wir mit 600.000, da rechnen wir deutlich weniger, als wir eigentlich Gewinn machen bei der Flugroute. Das sind 1,2, sind 1,8 Millionen Euro Gewinn. Ich sag mal, rechnen wir mal 1,9, ja, 1,9 Millionen pro Flugzeug. Ich schreibe das Ganze mal auf, damit man ein bisschen koordinierter rangeht. Das heißt, 1,9 Millionen Euro pro kleinen Flugzeug gewinnen. Jetzt wird es schon ziemlich rechnerisch hier, sorry. Was ist denn auch ein, wenn wir 38 Millionen pro Maschine zahlen, 10 Tage, exakt ungefähr 20 Tage, also nenne ich mal einen ganzen Monat, um den Gewinn eines Flugzeuges reinzuholen.